Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meiner Wenigkeit der Sky in einem weiteren Unreal Spiel Tutorial. Heute geht's aber um Visual Studio. Ich mache ja immer, wenn ich ein paar Fehler finde, auch Fehler-Fix-Videos, damit ihr nicht dieselben Fehler habt und dann rumstruggelt. Deswegen hier nochmal die Information. Wenn ihr die 4.23. irgendwas bilden wollt, ist Source-Version über Visual Studio 2019 und die Chaos Engine benutzen wollt, ich habe es jetzt ohne nicht ausprobiert, kommt meistens ein Fehler, wie zum Beispiel das benutzerdefinierte Tool XAML IntelliSense File Generator, kann nicht gefunden werden. Das können wir mega, mega leicht lösen, indem wir einfach unser Visual Studio 2019 öffnen, dann gehen wir hier unter Extras, dann klicken wir auf Tools und Features abrufen. Ich habe das jetzt schon gemacht, sonst kann OBS das nicht aufnehmen, wenn ich da drauf klicke. Und dann öffnet sich hier so ein cooles Fenster. Bei euch sieht das dann vielleicht so aus. Und dann müsst ihr eben darauf achten, dass ihr hier alles angeklickert habt, damit auch wirklich das mit der Unreal Engine funktioniert. Ganz wichtig finde ich persönlich CMake Tools für Linux und dann C++ für Linux Entwicklung und sowas. Wie aber auch, ich denke mal, ihr wisst, was ihr hier anklicken müsst. Wenn nicht, dann schaut euch das einfach mal in Zeitlupe ab. Dann könnt ihr ja sehen, was ich hier alles angeklickt habe. Und ja, wenn wir damit fertig sind, dann gehen wir hier oben links auf Workloads. Wenn wir da sind, dann müssen wir ganz, ganz sicherstellen oder generell uns sicher sein, dass hier dieses .NET-Desktop-Entwicklung angeklickt ist, okay? Also, dass das hier aktiviert ist. Weil dieser Fehler, der kommt daher, dass .NET-Desktop-Entwicklung oder Desktop-Development nicht installiert ist. Wenn ihr das hier dann angeklickt habt, klickt ihr hier unten rechts auf beim Downloaden installieren, dann klickt ihr hier auf Schließen und dann macht er oder tut er generell das Anfangen zu installieren. Sonst kann ich euch nur empfehlen, hier einige Sachen zu installieren, wie beispielsweise hier die Dinger, die ich angekreuzt habe. Das ist halt, also okay, LiveShare, das ist jetzt unnötig, ja, das sind so optionale Dinge. Aber hier gerade, wenn es um die Spielentwicklung geht, dass ihr auch das Unreal Engine Pack runterladet. Spielentwicklung mit C++ beispielsweise, hier steht ja Unreal oder ... Das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr ein paar optionale Dinge habt. Incredibit braucht ihr nicht, aber falls ihr Incredibit, ich sag mal, eine beschleunigte Version haben wollt, dass ihr da so eine kostenlose Version von haben wollt, schaut mal in die Beschreibung unten. Dort habe ich nämlich eine kleine Testversion davon mal verlinkt, wo ihr 30 Tage das mit mehreren Computern testen könnt und ein Jahr lang kostenlos ein Incredibit haben könnt. Dann könnt ihr hier den Unreal Engine Installer theoretischerweise runterladen. Müssen wir jetzt nicht machen. Wenn ihr was mit Linux machen wollt, achtet drauf, dass hier auch noch ein paar Packs mit Linux aktiviert sind. Und ja, sonst denke ich mal, könnt ihr hier noch Einzelkomponenten installieren. Das ist das, was ich momentan so installiert habe. Ich schätze mal, ihr könnt das abgleichen und da könnt ihr auf diese Art und Weise eben auch Fehler irgendwo vermeiden. Ja, wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr jetzt gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Ich weiß leider auch nicht alles. Ich denke mal, das wisst ihr. Aber vielleicht finde ich es ja raus. Vielleicht findet ihr es auch raus und tut euer Wissen teilen. Schreibt es einfach unten in die Kommentare bei Vorschlägen für weitere Videos, bei Fragen, Problemen oder sonst was. Einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like. Wenn ihr neu dabei seid, tut gerne ein Abo hinterlassen und die Glocke aktivieren. Und herzlich willkommen in dem Fall. Und ja, für alle anderen, wie gesagt, immer sonntags 20 Uhr den also mache ich einen Livestream. Jetzt am, lasst mich mal kurz gucken. Das nehme ich direkt als Ankündigungsding. Am 5.4. werde ich vermutlich keinen Livestream machen, beziehungsweise keinen Unreal Engine 4 Livestream, sondern einen League of Legends Livestream, weil mein RAM nicht mehr ausreicht für mein Projekt. Ich habe mir einen neuen RAM bestellt, 64 GB habe ich jetzt insgesamt dann. Das kommt aber erst am Montag an. Ja, durch die Corona-Krise ist das ja ein bisschen verzögert, alles mit der Lieferung. Und damit würde ich mal sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal, gell? Bleibt gesund und haut rein. Ciao, ciao.